Oh, Mensch. Leute, was macht ihr denn schon hier? Da ist man einmal kurz AFK, weißt du? Und dann seid ihr schon da. Okay, das war, glaube ich, ziemlich schlecht. Aber hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Startup Company. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich war kurz AFK. Dachte mir, hey, lass einfach mal ein bisschen laufen. Kannst einen kleinen Zeitraffer davon machen. Das sollte ja kein Problem sein. Kriegen wir noch ein paar Ressourcen nebenbei. Und ihr seht, wir haben ein paar. Und damit können wir doch gleich erstmal noch richtig schön eine Seite pushen. Ne? Weiß ich noch nicht genau. Aber das werden wir dann sehen. Löschen wir hier natürlich erstmal ein paar Dingers. Das ist natürlich ganz klar. Zack, alle weg hier. Oh, da kommt schon wieder neue. Bam. Oh. Diese Nachrichten hier immer, ne? Keiner will die, keiner mag die, aber doch sind sie da. Dum 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 da. So. Da gucken wir nochmal. Wollen wir hier nochmal ein bisschen pushen oder so? Mal gucken. Oder ein bisschen viel, da kommen wir nicht so schnell ran. Das wäre auch mal nice, oder? Hier so richtig krasses Ding. Wollen wir einfach mal machen? Können wir mal gucken, was das so ein Plus bringt, ne? Wir haben jetzt gleich, wir sagen einfach, wir haben, ja, 58 Millionen. Zack, und hauen die Sachen mal rein jetzt. Zack. Und gucken mal, wie hoch wir kommen von 58 Millionen. Uiuiui, die Server werden auf jeden Fall gut ausgelastet da. Das ist natürlich ein krasser Anstieg hier auch an Leute, die jetzt zukommen. Und gucken wir mal. Ob das worth ist, weil sonst haben wir meist so ein paar, keine Ahnung, ein paar Millionen dazu bekommen. Und jetzt gucken wir, wie wir jetzt dazu bekommen mit dem, wenn wir diesen Spaß so machen mal. Dann bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Badabum, badabam. Marketing läuft nicht mehr und wir haben 10 Millionen dazu bekommen. Und die Server sind hier langsam mal am. Ja, die Server wollen ein bisschen Party machen hier. Aber ist okay, würde ich sagen. Ne? Wo haben wir denn hier so die krassesten? Eigentlich nicht so, ne? Ja, naja, noch ist okay. Da müssen wir uns noch nicht so drum kümmern. Wir gucken mal eben nach einer neuen Seite. Was kaufen wir hier auf, ne? Uns auf jeden Fall Quitsch.
Zack, wird eingekauft. Einfach instant eine Seite gekauft hier. Und die können wir dort nicht holen. Sieht auch nicht schlecht aus. Fehlt noch ein bisschen was. Zack. Ich meine, gut, ich kann natürlich jetzt so eigentlich das ganze Geld so, ne, raushauen, beziehungsweise vielleicht noch einen Tag warten. Aber wir müssen hier Marketing ja auch bald wieder machen, ne? Haha. Warten wir noch ein bisschen, weil dann können wir da ein bisschen Party noch reinhauen. Dann können wir da noch ein bisschen reinhauen. Und dann haben wir zwei Seiten, die wir komplett aufgekauft haben. Auf einmal dann. Können wir die erstmal wieder irgendwo reinstopfen. Dann haben wir einmal Streaming. Und einmal Social. Okay, einmal Streaming und einmal Social dann. Aber wir warten natürlich nur kurz ab, dass wir hier, guck mal, sogar runtergegangen, ein bisschen vom Preis. Sehr schön. So, wie das aus? Noch 3 Stunden, dann machen wir natürlich noch ein bisschen Marketing. Das ist ja ganz klar. So, komm her. Gib mir. Gib, gib, gib. Also. Zack. Hier auch nochmal ein bisschen. Zack. Hier auch nochmal. Zack. Und bei Cook so auch nochmal ein bisschen Party machen, ne? Zack. Und da können wir uns jetzt auch holen, weil die runtergegangen ist vom Preis, ne? Ja. Ja, voilà. Das war was nochmal? Das war Social, ne? Also kommt das in die Community rein. Community und reinballern. Und dann haben wir jetzt noch einmal. Das hier, das war Streaming, ne? Glaube ich. Hallo. Ja, es war Streaming. Okay. Sehr schön. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Das freut mir. So. Was steht als nächstes auf dem Tagesziel, Tagesplan? 33 Millionen für das nächste. Das ist natürlich schon ein bisschen mehr. Aber guckst du, geht, na, das dauert noch ein bisschen. Das Sifnix bleibt auf Platz 3, da wird auch keiner mehr was dagegen machen, weil wir als nächstes an die Seite uns holen. Und das heißt, Sifnix to go kann nur noch höher werden. Hier sieht es auch nicht schlecht aus. Da kommen wir demnächst auch unter die Top 3, aber es dauert auch noch ein bisschen. Ein kleines bisschen. Aber vielleicht kommen wir mit TomTube in dieser Folge noch unter Platz, unter Top 10. Das wäre natürlich auch nochmal, das wäre nice, ne? Global Top 10 mit TomTube wäre ziemlich sick. Würde ich jetzt auch nicht nein zu sagen. Deswegen machen wir einfach mal hier so ein bisschen Marketing, ne? So, machen wir mal so rum. Kriegen wir das noch zusammen? Nee, ne? Ja, sieht schlecht aus. Zack, zack, zack. Der Freitag ist da, dann arbeiten wir jetzt noch ein bisschen. Und dann können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen reinbuttern. Ich glaube aber nicht. Aber wir haben es geschafft. Global ist TomTube unter den Top 10. Das ist doch auch schon mal sehr nice, oder? Global Top 10? Würde ich jetzt nicht nein zu sagen. Und sage ich auch nicht nein zu. Wir haben es auf jeden Fall unter die Top 10 mit einer unserer Seiten schon mal geschafft, was sehr, sehr nice ist. Und wir wollen natürlich immer hören, ne? Guck mal, da sind auch nur noch 1 Billion User. Vorher waren es 2 Billionen, ne? Die sind auch steil Abgrund. Also steil nach unten am Fahren. Gucken, ob wir TomTube vielleicht ja auf die erste Seite irgendwie bringen können. Ich glaube zwar nicht unbedingt, weil ne, fast 100 Millionen User ist natürlich schon mal eine Herausforderung. Da kommen wir, glaube ich, nicht so schnell ran. Und ja, aber TomTube Top 10. Why not? Also müssen wir uns das ja als nächstes holen. Das sind aber 60 Millionen. Das dauert noch ein kleines Momentchen mehr als die anderen Seiten. Deswegen würde ich sagen, wie lange geht hier das Marketing noch? Noch einen Tag. Das passt. Ja, das passt. Da kriegen wir eh näher wieder ein bisschen was zusammen. Dann holen wir uns auch hier eben nochmal einen kleinen Anteil. Ja, 20% ist jetzt nicht die Welt. Aber 20% ist mehr als 21% ist auf jeden Fall mehr als 20%, ne? Das ist doch schon mal vernünftig. Würde ich jetzt mal meinen, ne?
So, und das alles weg. Und was machen wir jetzt am Tag? Boom. Wir sind über 1 Million am Tag. Ja, holla. Ja, holla, die Waldfee. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Ob wir TomTube wirklich komplett hochpushen können auf die Zahl? Ich weiß es nicht. Also, Platz 9 Global wird, glaube ich, sehr eng und knapp, dass wir das in diesem Part schaffen. Aber Platz 10 ist ja auf jeden Fall drin, weil Platz 10 sind wir schon. Das ist auf jeden Fall kein Problem. Ich meine, das wäre kein Problem, die Seite noch höher zu pushen. Genug Platz haben wir. Aber wir haben nicht genug von dieser Dingers. Das ist halt das große Problem. Wir können ja nochmal so für 34.000 oder so ein bisschen was machen. Aber ob sich das lohnt, ist halt die Frage, ne? In größer wäre halt noch cooler. Da finde ich jeder am besten, aber das dauert natürlich noch ein bisschen. Aber warum nicht? Hauen wir mal so ein Ding auch nochmal raus hier. Cyberauslastung ist natürlich jetzt langsam am Höhepunkt, würde ich sagen. Das heißt, wir könnten eigentlich mal wieder duplizieren wir den hier, den drehen wir. R. Und nee, ich wollte ihn nicht bewegen. Dann gucken wir einfach mal nach den Servern, dass wir da wieder ein bisschen was ranholen. Zack. Duplizieren. Die ganzen Webserver hier, zack. Ah, du Starter-Server, ne? Dich wollen wir noch nicht. Erstmal den ganzen Webserver. Jetzt die Data-Server so langsam aber sicher. Oh, nicht genug Geld. Das ist natürlich ärgerlich. Schade, dass wir nicht genug haben. Jetzt dauert er doch noch einen Moment, weil. Aber gut. Ja, wenn wir die Reihe voll haben, haben wir auch, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen Platz. Guck mal hier, das geht jetzt schon mal auf 31% runter. Also alles safe. Alles safe. So. Zack. Data-Server. Jetzt nochmal ein Datenserver. Und dann ist nochmal ein Datenserver. Dann brauchen wir noch einen Datenserver und 1, 2, 3, 4 Cast-Server. Dann sind wir wieder ready to go, würde ich sagen. Sind wieder gut dabei. Gucci, Bucci und so weiter. You know, all that was you bau und so. I don't know. Aber dann haben wir hier Wochenende und dann kriegen wir es eh zusammen. Das sind 1 Million, 2 Millionen, 2,5 Millionen ist nichts. Kriegen wir zusammen, wenn das Wochenende rum ist. Kriegen wir ja eh 1 Million am Tag. Also wir haben 1 Million dann über. Die können wir danach wieder in Marketing oder in die Seiten stecken. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir erstmal dann kein Problem mehr mit den Servern haben. Also, dass wir da wieder erstmal relativ lange safe sind, dass da kein Problem ist. Und das ist natürlich auch sehr schön. Aber ihr seht, es wird langsam sogar relativ eng. Aber gut, es ist natürlich auch nur so eng, weil ich das so groß gefächert quasi baue. Wobei ich da eigentlich auch ein bisschen anders bauen müsste, weil ich ja eigentlich das so machen will, dass man da rein theoretisch durchlaufen kann. Kann man hier jetzt nicht so ganz hier hinlaufen? Ah, gut, ne? Da können wir die anderen auch demnächst eigentlich dann auch mal verkaufen und so. Aber das ist erstmal noch Zukunftsmusik. Wir wechseln wieder ins Büro. Und jetzt haben wir hier auch erstmal wieder gar nicht so das Problem. Doch, sieht doch schon mal nice aus. Weil ich sogar hier bei Kuxu eigentlich komplett die Serverleistung wegpacken könnte. Was haben wir hier denn an... Guck mal, hier ist gar nichts. Der hat über eine halbe Million frei. Passiert null, Alter. Boah, Alter. Jetzt bin ich wieder für euch da. Hat gerade so Frosch im Hals, Alter. Allgemein, meine Stimme fängt langsam an so ein bisschen. Nee, ich hab keinen Bock mehr. Aber gut, wenn du auch quasi die ganze Zeit durchlaberst und das jetzt schon seit, keine Ahnung wie lange, nur ein paar Stündchen,
Irgendwann sagt die Stimme auch mal, ey, yo, Bro, ich brauche eine kleine Pause. Und ich sage so, hey, Stimme, ich weiß, dass du eine Pause brauchst, aber lass doch noch ein bisschen durchziehen. Und dann sagt sie so, okay, kein Problem. Okay, sagt sie eigentlich nicht, sondern sagt sie, ey, Bro, bitte, ich brauche eine Pause. Und ich da so, okay, aber ich will den Part noch zu Ende machen. Und die so, nee, ich will jetzt eine Pause. Dann sag ich so, okay, ich mach trotzdem den Part noch zu Ende. So, da holen wir mir hier noch ein bisschen was von der Seite. Können wir so ein bisschen, zack. No problemo. Die Stimme ist halt echt gerade. Irgendwie ein Frost im Hals. I don't know why, but it is so. But it is so. Das ist auch das beste englische Welt, ne? Das beste englische Welt, du. So. Guck mal hier, wie die ganzen Seiten sich hier tümmeln, hier auf einem Fleck. Und Tom Tuso sagt, nee, ich gehöre da nicht zu. Ich bin der Erste gewesen. Ich bleib auch oben. Das ist aber nice, ne? Schon unter Top 10 zu sein. Ja, doch, unter Top 10. Super nice, ey. Ja, ja, das ist schon ziemlich sick. Aber wir waren natürlich ein bisschen höher als Top 10. Wir wollen ja so circa nochmal 10 Plätze höher. Beziehungsweise 9, weil wir sind 10. Platz. Und wenn wir 10 Plätze höher gehen, sind wir bei 0. Also wollen wir 9 Plätze höher. Oder? Habe ich mich jetzt total verrechnet und bin doof im Kopf. Also, dass man verrechnen kann sein, dass doof im Kopf ist eigentlich ziemlich normal, aber ja, ne? You know that. You know that. Aha, you know that. Wahrscheinlich kann man hier auch super viel Geld machen, ne? Wenn man da investiert und dann immer dieses Hin und Her so, ne? Dann wieder verkauft und so weiter und so fort. Oh, guck mal, hier sind auch wieder 1 Billion. War vorher auch irgendwas mit 800. Irgendwas macht die Geräusche. Ich weiß auch nicht mehr. Guck mal, Jitter macht auch bald, geht auch auf die 1 Million zu. Und wir hier noch so mit 78 Millionen. Kleine Peanuts sind ja schon den Rest so, aber egal, es geht voran, Mann. Es geht voran und das ist das Wichtige. Fortschritt ist da. Ob groß oder klein, ist egal, er ist da. Das ist das Wichtige. Kriegen wir 80 Millionen noch zusammen? Ja, ne? Irgendwie schon, oder? Ja, machen wir hier nochmal ein bisschen Werbung. Hier auch nochmal so ein kleines bisschen rein. Ah, die 80 Millionen sollten wir in diesem Part, glaube ich, noch zusammenkriegen. Das wäre, denke ich, noch möglich. Mal gucken. Oder auch nicht, ne? Das geht gar nicht so gut voran, wie ich gehofft habe. Aber gut, gleich über Nacht geht es natürlich auch noch mal ein bisschen voran. Zack. Ha, 79 Millionen und 80. Jawohl. Wir haben die 80 Millionen geknackt. Wir brauchen nur 104 dafür. Das ist 24 Millionen noch dazu. Das ist gar nicht mehr so viel. Ist aber ein bisschen zeitaufwendig, weil wir am besten. Also dafür wäre natürlich das ja am geilsten. Aber das ist ein bisschen teurer. Das geht natürlich so jetzt nicht auf die Schnelle. Das ist ja ganz klar. Das könnte man sich auch nochmal holen, aber da würde ich lieber auf das andere gehen, weil das mehr worth wäre. Allgemein wäre es, glaube ich, viel worther. Also klar, das oben ist egal, weil es kostet nur Geld. Aber ansonsten wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir auf das dritte gehen und nicht auf das zweite, weil das dritte dann doch schon Vergleich mit den Kosten und sowas effektiver ist als das zweite Teil. Deswegen sollten wir da wirklich am besten wirklich da drauf denn gehen, ne? Aber okay. Eigentlich wäre es ja jetzt relativ klug gewesen, wenn ich halt die TomTube noch auf über 100 Millionen pushen wollen würde, dass wir hier drauf gehen und hier die Seite uns aufkaufen. Aber wir haben jetzt angefangen Alitada uns zu holen. Und Alitada ist the ready to go. Wollen wir uns natürlich holen. Wir müssen mal gucken, was das ist. Alitada ist... Einkaufen?
einkaufen. Wenn wir alle Tage aufgekauft haben, gibt es nur noch 3 Seiten. Das heißt, Süchtig to Go ist dann trotzdem letzter Platz. Und da ist halt Top 3 eigentlich auch nicht so geil. Aber gut, da hat sich auf jeden Fall gegen 11 Leute relativ gut durchgesetzt, dass er da sehr schnell auf Platz 3 gegangen ist. Aber hey, wir müssen nur noch Alitalia aufkaufen. Dann haben wir die ganzen Einkaufsplattformen, Einkaufsseiten bis auf die Top 3 alle weg. Das ist auch schon mal was hier. Dafür haben wir noch ein paar mehr. Hier haben wir auf jeden Fall noch wesentlich mehr. Hier haben wir auch 2 Seiten. Wir haben Social erst 2 Seiten aufgekauft, ne? Und hier haben wir auch, da, ne gut, hier ist eh egal, sind wir eh Platz 1 und da wird uns wahrscheinlich auch keiner mehr wirklich einholen können. Mit TomTube vom Videoplattform her. Aber das ist natürlich über die Tour. LOL! Social Me, die so lange Platz 1 waren, sind jetzt Platz 2 geworden? Krass, und Jeta ist auch dabei hinterher zu kommen. Wird Social Me nochmal so krass abstürzen? Wo ist Social Me denn überhaupt? Ja, Social Seite hätte man sich auch denken können. Ja, gut, ne? Habe ich jetzt nicht nachgedacht? Ja, gut, habe ich nicht. Aber, ja. So. Kriegen wir die Seite noch zusammen, ist die Frage der Fragen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass wir das noch in diesem Part schaffen. Weil wir jetzt gleich schon seit 20 Minuten auf jeden Fall aufnehmen und dann noch den Zeitraffer halt. Also 20 Minuten, wo ich quatsche. Und dann noch der Zeitraffer. Ich weiß noch nicht, wie groß, klein und so weiter ich den Zeitraffer setze. Das werden wir dann vor Ort vor allem sehen, ja. Wir werden es vor Ort sehen. Das ist auf jeden Fall die beste Aussage, die ich hätte treffen können. Wenn ich jetzt upgrade, ist glaube ich blöd, ne? Weil wir müssen gleich wieder Marketing machen, ne? Ah ne, erst morgen, okay. Das heißt, wir können hier nochmal, nochmal von den 70% der Firma nochmal auf 82 gehen, jawohl. Könnten wir sogar echt noch schaffen, wenn ich die Folge dann ein bisschen länger eventuell mache. Alitalia holen wir uns, glaube ich, noch. Aber das TomTube Global Top 10 ist halt nice. TomTube Global Top 10, das hört sich gut an. Wird wahrscheinlich auch der Titel der Folge sein, also werdet ihr wahrscheinlich vor mir dann quasi wissen. Aber ja. So. Eigentlich wäre es auch schlau, wenn ich das morgen mache, das Marketing, weil das halt wieder dann zeitlich so knapp ist und das immer blöd ist. Und deswegen investiere ich einfach nochmal. 87%. Sehr schön. Dann machen wir morgen das Marketing. Zack. Dann können wir nochmal gucken, was wir bei der E-Mail-Kampagne nochmal raushauen können. Boah, der nächste Tag ist da. Wie wunderbar. Wir erhöhen das hier. Das ist alles klar. Hätte auch schon im Vortag einen Teil davon auf jeden Fall nochmal hochziehen können, ne? Also so einstellen können, dass ich jetzt hätte nur noch drücken müssen. So, und wie sieht das hier aus? Was können wir hier denn nochmal eben machen? Wie weit kommen wir denn hier? So weit sogar. Ja, hauen wir doch nochmal was rein, ne? Aber wir werden jetzt natürlich nicht auf die 100 Millionen noch kommen, was ich gerne hätte. Aber wir können auf jeden Fall Alitalia noch aufkaufen. Das sollte auf jeden Fall noch drin sein in dem Part. Nee, nicht das. Alitalia. Wir wollen kaufen. Alitalia. Ja, ja. Zack. Und 94%. Noch 1 Million und ein paar Sequenzen ausgeben. Das heißt, den Freitag noch durchlaufen lassen eventuell. Also werden wir für den Montag auf jeden Fall dann haben den... Hey, alles, was wir dafür brauchen. Das ist natürlich sehr schön. Und dann können wir auf jeden Fall auch am Montag dann wieder den Part beenden. Dass wir dann im nächsten Part schön in der neuen Woche dann wieder starten. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie schön, wenn man das macht. Ist halt einfach so, eine Geschmackssache. Muss nicht jedem gefallen. Mir tut es. Und deswegen mache ich das. Ist ja ganz verständlich. So, ich hätte gern Alitalia so langsam. Einmal bitte der nächste Tag, wunderbar, der Freitag ist da.
Und wir können ihn noch nicht ganz kaufen. Wir haben jetzt 99%, ne? Genau. Aber im nächsten Tag haben wir das auf jeden Fall. Haben wir Alitada. Nicht schlecht. Und dann wird Alitada auch aufgesaugt. Alitada kommt in die Einkaufsdings dazu, genau. Zu Sifnix. 25 Millionen. Ja gut, da haben wir auf jeden Fall auch noch genug Platz. Da haben wir noch genug Platz. Das sollte kein Problem sein. Und holen uns Alitada noch am Ende und dann sind wir glücklich. Froh, glücklich und munter. So, macht den Tag vorbei. Das Wochenende ist da, wunderbar. Ah, ich trinke schon Kaffee. Ah, Wunderbärchen. Zack. Und Alitada. Eins. Alitada kommt in Sifnix to go. Zack. Und jetzt als nächstes dran. Depchat. Mega Kaffee. Das heißt, hieß das nicht Metacafé oder irgendwie sowas? Auf so eine Videoplattform von früher, die man dann in der Schule benutzt hat, weil YouTube gesperrt war, was man natürlich nicht gemacht hat, aber was man hätte machen können. Aber gut, ich würde sagen, wir haben in dieser Folge was Gutes geschafft. Wir sind mit TomTube auf Global Top 10. TomTube Global Top 10. Sehr schöner Titel, wird er wahrscheinlich auch sein. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht das so schaffen, dass wir diesen Balken nicht so komisch halten müssen, sondern dass wir den ganz normal haben und dass wir mit TomTube so einfach auf der ersten Seite sind. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch der Part heute gefallen hat, würde ich mich über eine Wertung und über einen Kommentar freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye.